Seht ihr, was ich gerade sehe? Da wandert da was mit hier. Nett, wenn man Lampions mag. Und du magst keine, habe ich recht? Mist. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Schön. Hebel? Ziehen wir mal den Hebel. Hebel? Ich bezweifle, dass irgendwas noch passiert. Wahrscheinlich das nächste Rätsel, damit vorne das Tor aufgeht. Ah ja, und eine ist wahrscheinlich abgebrochen. Ja, genau. Wunderbar. So. Was haben wir denn hier noch? Können wir uns den Mond anschauen? Nein. Schloss. Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint kein Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Fliegen. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Können wir da lang? Nein, aber wir können das Seil mitnehmen. Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Nehmen. Podest. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Was haben wir denn da? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Nichts. Okay, vielleicht müssen wir da... Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Hey da, unbekannter Erbauer des furchteinflößenden Tores. Ein deprimierter Clown und seine treu-doofe Haustierraupe fordern unverzüglich Einlass. Na, wenn sie jetzt nicht aufmachen, dann weiß ich auch nicht. Schön. Nein, diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe. Denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Ja, Sedwick, das ist eine sehr gute... Oh. Alles muss man alleine machen. Na, hätte ja funktionieren können. Ein Stein. Wir haben einen Stein. Genau. Das wird die Erbauer dieser massiven Metalltür sicher beeindrucken. Da kommt ein kleiner Clown mit einem Stein. Wir sollten ihn besser schleunigst öffnen, bevor er noch einen Kratzer in die Tür macht. So auch mein Gedanke. Nein, der Stein ist nicht schwer genug, um das Podest unten zu halten. Ja, Moment. Den fetten Spot. Alles muss man alleine machen. Können wir den mit dem Fünfer-Spot kombinieren, den fetten? Nee, glaub nicht. So, dann latschen wir doch nochmal drauf. Nichts. Nichts. Aber die Frage ist doch... Hat es hier die Hebel zurückgestellt? Eine Laterne. Wie können wir da weiterkommen? Wahrscheinlich habe ich jetzt hier irgendwo einen entscheidenden Hinweis übersehen. Oder es geht tatsächlich bloß durch Rumprobieren, was ich aber nicht glaube.
Nett, wenn man Lampions mag. Ah, Moment mal. Können wir vorne den Lampion kaputt machen? Oder aus? Das brennt nicht. Und wenn wir dem Lampion etwas mehr Feuer geben? Nicht nötig, die brennen bereits. Ich habe einen Vorschlag, Spot. Du löst dieses Hebelrätsel und ich genehmige mir derweil eine Auszeit. Wie, du bist noch nicht fertig? Alles muss man alleine machen. Ah, wie cool. Wie cool war das denn? So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe einen Vorschlag, Spot. Du löst dieses Hebelrätsel und ich genehmige mir derweil eine Auszeit. Wie, du bist noch nicht fertig? Alles muss man alleine machen. Hätte auch funktionieren können. So, da haben wir jetzt nur die Hebel und den Lampion. Das Schloss können wir von da aus auch sehen. Tor. Also wir müssen uns hier draufstellen. Nichts. Wenn wir jetzt mit dem... uns mit dem fetten Spot draufstellen. Nichts. Aber wie ist die Reihenfolge für die Hebel? Sind es die Teile, die hier im Vordergrund dann mitwandern? Nee. Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Können wir da noch ein bisschen was rausnehmen? Oh, Hilfe! Gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung? Mit Sicherheit. Bloß wir haben sie noch nicht gefunden. Nein, es ist zwar Psychose. Das brennt. So, was müssen wir jetzt machen hier zum Kuckuck noch eins? Das ist echt schwer. So, ich bezweifle zwar, dass sich da jetzt irgendwas verändert hat gerade. Nee, hier haben wir auch bloß Lampion, Schloss und Tor. Das brennt nicht. Na, Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Fraß. Nein, der Stein ist nicht schwer genug, um das Podest unten zu halten. Versuchen wir es mal. Nichts. Also ich habe echt keine Ahnung, wie die Put... Moment mal. Ach. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Versuchen wir es mal. So. Und der Rest nach vorne. So, jetzt müsste es eigentlich... Ist der vorne oder ist der hinten? Na, jetzt ist er deutlich hinten. Dann tun wir ihn nochmal vor. So. Genau, jetzt... Ist der jetzt vorne oder hinten? Zum Anker nochmal. Gut, der ist jetzt hinten. Hinten, vorne, hinten, vorne... Genau, jetzt ist er hinten. Jetzt ist er vorn. So.
Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert, wie ich will. Nichts. Ach. Ach, komm. Also, hinten. Ja, das könnte hinten sein. Vorne, vorne, vorne. Warte mal, ist ja auch einer. Brauchen wir da einen sechsten Hebel dazu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kurz Moment, Leute. So, hallöchen, liebe Freunde. Entschuldigt mal wieder die kurze Unterbrechung. Ich habe mal wieder verpeilt, mein Telefon auszumachen während der Aufnahmesession. Naja, egal. Jetzt geht's auf jeden Fall mal weiter. Und jetzt probieren wir noch mal rum bei den Hebeln. So, der sitzt hinten, genau. Halt mal. Wenn man es von der Seite aus betrachtet. Also diese wandernden Teile da vorne, die irritieren irgendwie. Also wenn man es von der Seite aus betrachtet. Vorne. Dann ist der hintere als einziger hinten. Oder, nee, Moment einmal. Hinter. Und der Rest vorne, wenn man den da als Anfang mitzählt. So. Versuchen wir es nochmal. Nichts. Ich glaube, da stelle ich mir jetzt gerade viel zu dämlich an dafür. Keine Ahnung, wie kommt man da auf eine Lösung hier? So, wir können dann bloß am Schloss uns orientieren. Können wir mit dem Stein die Hebel reinklopfen? Na komm. Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Nicht nötig. Das brennt nicht. Nicht nötig. Das lässt sich ganz Irgendwo haben wir doch... Nicht nötig. Das lässt sich... Da müssen wir doch irgendwo noch was übersehen haben. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal die Reihenfolge andersrum. Alle hinter, einer vor. So. Vielleicht bringt das ja den gewünschten Erfolg. Nichts. Moment, also 1, 2, 3, 4, 5. Also wenn es tatsächlich dann so gemünzt ist, dann müssen wir alle bis auf den letzten nach vorne tun. Also, du bist vorne. Du bist jetzt auch vorne. Du bist auch vorne. Du bist auch vorne. So. Und du bist das einzige hinten. Diese solche Mechanikrätsel ohne irgendwie eine genaue Anleitung oder sowas. Nichts. Naja, Knarf. Aber der Ton. Nichts. Vielleicht ist da irgendwas am Totenschädel nur drauf. Und wieder stehe ich vor Und statt das hat bestimmt nichts gut. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man oder selbst tot ist.
Ach. Jetzt fügt sich das alles zum Totenschädel zusammen. Ach, das ist ja cool. So, nö, da kann man auch nichts an den Hebeln ablesen. Ist hier irgendwas? Nee, Tor. Da ist eine Scharte drin. Man selbst tot ist. Bin ich jetzt echt überfragt mit diesem blöden Rätsel hier. Weil alle Kombinationen durchzuprobieren, da sitzen wir unser halbes Leben noch dran bei 5 Hebeln. Gewährt mir Einlass oder mein Haustier wird euch hinfortpusten. Kannst du nicht wenigstens ein wenig grimmig gucken? Ja, schon besser. Ach, Spot ist so cool. Gewährt mir Einlass oder mein Haustier wird euch zermalmen. Kannst du... Ja. Okay. Gewährt mir Einlass oder mein Haustier wird euch mit seinem Feueratem rösten. Kannst du nicht wenigstens ein wenig... Ja. So, und beim Fünfer-Spot? Gewährt mir Einlass, oder mein Haustier wird euch mit seinem hypnotischen Tanz in willenlose Yakis verwandeln. Kannst du nicht wenig... Ja, schon besser. Können nicht wir... nötig. Pure Zeit ver... Ich würde die Laternen gerne abfackeln. Nicht nötig. Zum Kuckuck noch eins. Also. Moment mal. Und wenn wir alle in eine Richtung tun? Das wird dann zu einfach. Ach, na. Da schau mal einer, guck, da ändert sich der Totenkopf. Haha. So, das werde ich jetzt hier übrigens als Rätselfolge zusammenschnibbeln, damit dann da auch jeder, der nur jeder, der es mag, auf seine Kosten kommt. So. Und den tun wir jetzt mal hierher. Und nun... immer noch nicht ganz. Ich glaube, da fehlt in der Mitte noch irgendwo ein Teilchen. So, und legen wir mal den Hebel hier um. Schon mal nicht übel aus.